Aber in der Achira wirst du nicht vor einem materiellen Chef oder Boss stehen. Ebenfalls in Bezug auf die Intensität der Strafe und der Peinigung sind die Menschen nicht gleich. Die leichteste Form der Peinigung, die man sich da vorstellen kann, ist die Al-Munaqasha, Munaqashat al-Hisab. Wie es im Sahih Bukhari vorkommt, da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man nuqish al-Hisab uzib. Wer akribisch, also wer einer akribischen, wer akribisch ausgefragt wird, der wird gefoltert. Eine akribische Ausfragung ist Folter. Wisst ihr, was akribische Ausfragung heißt? Das heißt, er wird über jede Kleinigkeit, jede große und Kleinigkeit ausgefragt. Und nicht das Ausfragen ist etwas anderes als das Vorführen deiner Taten. Deine Taten können dir vorgeführt werden. Das heißt, du hast an diesem und jenem Tag dies und dies gemacht. Akzeptierst du das? Ist das wahr? Das ist Vorführung. Das ist noch keine Strafe. Das ist keine Form der Strafe, auch wenn es beschämend, also es ist eine in dieser Stellung zu stehen, das ist natürlich, das erfüllt den Menschen mit Scham oder sollte ihn und wird ihn mit Scham erfüllen. Aber es ist noch keine Folter. Deswegen fragte Aisha radiallahu ta'ala anha, als sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam dies sagen hörte, man nuqish al-hisab uzib, sie hat das nicht in Einklang bringen können mit der Aussage Allah ta'alas, وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Und wer sein Buch in seine Rechte gedrückt bekommt, der wird einer leichten Abrechnung unterzogen. طيب, hier haben wir eine Abrechnung. Wir wissen ja, Abrechnung Muhasaba bedeutet, dass man dir deine Taten vorführt. Du hast an diesem Tag zu dieser Zeit dieses und jenes gemacht. Und an diesem Tag, zu jener Zeit, hast du dieses und jenes unterlassen. Das nennt man Muhasaba. Tayyib, wie kann hier, wenn Allah Ta'ala sagt, wem das Buch in die Rechte gedrückt wird, der wird einer leichten Abrechnung unterzogen. Das heißt, es ist keine Form der Folter oder der Peinigung, es ist keine Strafe, es ist keine Last. Wie ist das dann zu verbinden oder in Einklang zu bringen mit der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer akribisch ausgefragt wird, nuqish al-hisab, das heißt, al-munaqasha bedeutet eigentlich diskutieren, ne? Wenn man mit jemandem diskutiert, das ist die al-munaqasha. Wenn man das mit dir ausdiskutiert, ist das eine Strafe. Und sie fragte dann den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass der Vers innama huwa al-ard, das, was im Vers hier erwähnt wird, das ist nur der Al-Ard. Das heißt, deine Taten werden dir demonstriert. Sie werden aufgezählt. Das war's. Mehr ist das nicht. Diese Form der akribischen Ausfragung ist das Kleinste, was man sich vorstellen kann an Bestrafung. Und ihr kennt das vielleicht auch aus dem weltlichen Leben, wenn man vor höheren Menschen steht, Menschen höheren Positionen, sei es nun der Chef auf der Arbeit oder irgendwas in dieser Art und er fragt dich detailliert aus über Dinge, die du getan oder gelassen hast. Das ist keine angenehme Situation, oder? Ist sicherlich keine angenehme Situation. Vielleicht kommt man auch ins Schwitzen. Vielleicht zappelt und zittert der eine und andere. Aber du stehst hier einem Menschen gegenüber, der dir ebenbürtig ist. Der ist ein Mensch, wie du es bist. Ist aus derselben Materie geschaffen, wie du geschaffen bist und wird auch genauso enden, wie du eines Tages enden wirst. Und im Grunde genommen ist er nicht anders als du oder dir in Wirklichkeit nicht überlegen. Überlegen nur im Sinne von materiellen Dingen. Er hat ein bisschen mehr Materielles bekommen, hat ein bisschen höhere Stellung auf dieser materiellen Welt bekommen, aber in der Achira wirst du nicht vor einem materiellen
Chef oder Boss stehen.